Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes, The Awakened. Ja, wir sind jetzt hier immer noch in dem Buchladen, wobei ich immer noch nicht so genau weiß. Ich habe auch eine Sache, vermisse ich. Das ist mir aufgefallen, als ich eben die Aufnahme beendet hatte. Man musste normalerweise... Ah! Moment, das war mit R1, glaube ich. Also mit L1. Ja, genau. Mit L1. Dann zeigt er nämlich nochmal an, ob wir hier irgendetwas haben, was wir noch machen können. Aber hier ist tatsächlich nichts Neues mehr. Ist nur noch die Tür. Ich gehe nochmal damit ein bisschen durch den Laden durch. Der Hund ist klar. Hinten die Leiter. Die haben wir auch. Hier ist aber auch kein Po. Also hier können wir definitiv nichts mehr holen. Wir sind ja in der letzten Folge leider hier stehen geblieben, weil wir nicht so richtig wussten, wie wir hier weiterkommen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass die Frau auf der anderen Seite damit zu tun hat. Oder... Aber obwohl, die haben wir ja angesprochen da hinten. Da konnten wir ja nichts mit machen. Wobei das jetzt schon wieder gelb ist. Aber ich glaube, das ist nur... Den habe ich gar nicht gesehen hier. Der ist auch so... Der ist ja im Rauchen, aber der gehört hier zu, oder? Can I ask you a question? I can't help you with that, sir. Ja, der gehört hier zu dem Schuhladen. Ach, hier geht's auch noch rein. Können wir hier auch mal eben. Could you help me? I can't tell you because I don't know. Ja, wenn du noch nicht weißt, worum es geht. Ernsthaft? Help me, please. I can't tell you because I don't know. Okay, pinkel du mal weiter in die Ecke. Oh, was ist das? A miner with a sooty face. At least in doleful. Okay. Moment. What's this? Ach! Mit einer geheimen Botschaft sozusagen. Das ist ja aber cool. Willkommen zur Schnitzeljagd. Hallihallo, ihr Straßentauben und Kanalratten. Eine neue Schatzsuche. Och nee, erwartet euch. Mit dem Hinweis, den ihr gerade in den Händen haltet, könnt ihr eine Puppe finden. Wird es euch gelingen, sie aufzuspüren? Patricia, used to do lots of those in my childhood for myself and... Is it a call for help? A bad joke? Or both? Better not risk leaving this matter ignored, don't you think? Ja, finde ich auch. Aber da hinten können wir wahrscheinlich auch nochmal rum. Aber das bringt uns jetzt... Ich will immer mit der Taste laufen. Mann, die bringen uns vermutlich auch nicht weiter. Was ist hiermit? Impressive stature, strong gaze. I think this man deserves a knighthood. Really, Holmes? How can you be so sure? On rare occasions, Watson, it can suffice to trust one's gut. Okay, Arthur Conan Doyle wusste ich, aber dass der, was steht hier? Ich muss mal mit dem Ding hier weggehen. Ignatius, als zweiten Vornamen heißt, das war mir noch unbekannt soweit. Mit denen könnte ich noch sprechen. Ist hier noch irgendwas auf dem Boden eventuell, was ich hier machen könnte? Hier das rote Ding vielleicht. Ah, nee, aber die Blumen. Moment, den Hund kann ich auch nochmal, oder was? Gehen wir erstmal zu Hundi. Hello there. What's your name? Ja, wie heißt du denn? I know. Not very original. Lily. Oh, ich dachte, es wäre er. Aber sie ist süß. Ah. Encouraging people to stop and smell the roses. Our national emblem. God save the Queen. It must take patience and care to produce a bloom so beautiful. I imagine so. I merely sell them. Was haben wir denn da? The pot is damaged. The blow was severe, but softened by something. Okay. Familiar spine. Is this what I found in my dustbin? Meine ich doch. Können wir die gute Dame dann vielleicht jetzt Anything ansprechen? Tickle your fancy, Mr. Holmes? Ja, geil. Dann kommen wir hier hoffentlich auch mal ein bisschen weiter. Blick in die Ferne. Hält Ausschau oder nachdenklich? Okay. Was ist das? Trägt Schminke. Will schön sein oder etwas verbergen? Gut, mit der Schminke wahrscheinlich eher schön sein.
Trauerbrosche in Gedenken an verstorbenen Ehemann. Okay. Da kann ich nicht rum. Da unten ist doch noch was. Saubere Stiefel, hat bei Ankunft Schuhe gewechselt. Ja, wobei, die können ja auch sauber sein, weil sie halt, ja, nicht durch Schlamm gelaufen ist, ne? Irgendwo ist aber noch eine Sache versteckt. Wir können hier nicht ganz rumgehen, leider. Moment, da leuchtet was. Teurer Stoff, ungewöhnliche Arbeitsbekleidung. Mrs. Fleming trägt eine Trauerbrosche in Gedenken an ihren verstorbenen Ehemann. Ihr Kleid besteht aus teurem Stoff, der sich eigentlich nicht für den Arbeitsalltag eignet. Ihre Stiefel sind nicht mit Matsch bedeckt. So, sie muss ihr Schuhwerk gewechselt haben, als sie zu ihrem Verkaufsstand kam. Ihr Blick schweift ständig in die Ferne ab, was vermuten lässt, dass sie nach irgendetwas auf der Straße Ausschau hält. Vielleicht wartet sie auf jemanden. Mrs. Fleming hat ihren Mann offenkundig geliebt, versucht aber nach vorne zu schauen, worauf ihre Schminke und ihre elegante Kleidung hindeuten. Womöglich hat sie sich so herausgeputzt, um jemandes Aufmerksamkeit zu erregen. Oder einfach nur, um ihre Selbstwertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Schaut nach vorne, immer noch von Trauer erfüllt. Tja. Also aufgrund dessen, dass sie sich schminkt, würde ich eher sagen, dass sie nach vorne schaut. Aber sie ist natürlich noch von Trauer erfüllt, weil sie halt auch noch diese... ihr Kleid besteht aus teurem Stoff. Mrs. Fleming versucht, ihren Kummer mit eleganter, extravaganter Kleidung zu überspielen, trägt aber immer noch eine Trauerbrosche in Gedenken an ihren verstorbenen Ehemann. Ja. Das ist jetzt die Frage, ne? Aufgrund des Kaktuses würde ich fast sagen, dass, dass sie vielleicht noch jemanden Ausschau hält oder so. Ich weiß es nicht. Das andere bleibt alles gleich. Ihr steter Blick in die Ferne offenbart ihre emotionale Bindung, die immer noch zu ihrem verstorbenen Ehemann besteht. Insgesamt betrachtet muss man zu dem Schluss kommen, dass Mrs. Fleming nach wie vor mit ihrem tragischen Verlust hadert. Ja, wenn sie so eine Brosche trägt, schon, ne? Der Blick, der irritiert mich halt so ein bisschen. Könnte natürlich auch nachdenklich sein, das stimmt schon. Ich würde mal sagen, die ist von Trauer erfüllt. Keine Ahnung. Ich nehme es mal so an. My condolences, Mrs. Fleming. Mr. Holmes? Your husband's death. You're clearly still in mourning. Oh, no. I loved him more than anything, of course, but that was some time ago now. Life goes on. A lesson we all learn, one way or another. Okay, Beweise kann ich präsentieren. Welche? Ich denke, ich kann Beweise präsentieren. Hallo? Ach so, ich stand... Ah, okay. Okay, okay. Beweise, Beweise. Charakterprofil, Kaktus. One of these things is not like the other. Come again? The cactus. Those fearsome spines can prove a devil to remove. And the sap is often toxic. And a rose thorn can give you tetanus, but we still grow them. The cactus seems comparatively harmless. Though you have me thinking it must be valuable. I was under the impression that you knew its price already. Your guess is as good as mine. The first time I saw this cactus was when I came back from my break. Mhm. Also hat er wahrscheinlich was mit dem Typen zu tun, nehme ich mal an. Verkauf von Rosen, kann man das auch fragen? I don't know anything about this, sorry. I don't know anything about this, sorry. What do you make of the flowers in Barnes' shop window? Well, they could use a bit of water. Do they mean anything to you? Mean anything how? I'm not sure I follow Mr. Holmes. Why do you think they're there? Are you suggesting the flowers are for me? It seems likely, does it not? Oh, I hope you're right. Okay, so langsam ahne ich was. Weil, ja, ja, das, genau, das wäre das Nächste. Der Katalog für exotische Pflanzen. Immergrüne Pflanzen für eine immerwährende Liebe. Das hatte ich mich auch gerade noch im Kopf. I don't know anything about this, sorry. I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. Gehen einfach mal alles durch. I don't know anything about this, sorry. Also da wird ja nichts... Are you familiar with Mr. Barnes? Yes. No, not really. Well, in a way. What on earth does that mean?
I know who he is, of course. But we haven't shared much more than a look. A look? Yes. Each morning I go for a walk in the park with my dog. And most days I spot Mr. Barnes there with his new puppy. So we see each other. Actually, we once met briefly while our dogs played. He was quiet and seemed unsteady as he approached. But since then, we've never spoken. I often see him staring through the shop window. Sometimes I wonder what he thinks about that would etch such longing onto his face. Okay, die Frage ist, reicht das schon, um mit ihm nochmal sprechen zu können? Oder muss ich da noch was kombinieren vielleicht? Oder muss ich nochmal mit ihr sprechen? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ich guck mal eben. Also das ist noch nicht drin. Dann gucken wir nochmal bei Kombinationen. Hier. Das ist okay. Warum verhält er sich so sonderbar? Kaktus im gesprungenen Topf. Verkauf von Rosen. Das müsste ich eigentlich alles mit da reinmachen. Kann ich denn Buch von Mr. Barnes? Kann ich das rausmachen? Verkauf von Rosen? Dann kann ich verwelkte Blumen im Schaufenster. Die kann ich nicht wieder raustun. Mrs. Fleming kann ich auch nicht. Das kann ich reintun. Oh, irgendwas hat sich jetzt getan. Aber es ist immer noch rot. Ja, wie gesagt, ich verstehe es nicht so ganz, wie der da was zusammen macht irgendwie. Genau, das hätte ich nämlich auch gerne noch da drin. Ah, jetzt hat er es angenommen. Sehr, sehr geil. Mr. Barnes ist in Mrs. Fleming verliebt. Mr. Barnes hat einen Strauß verweckter Blumen ins Schaufenster gestellt, um die Aufmerksamkeit der Blumenverkäuferin Mrs. Fleming zu wecken. Vielleicht hofft er, sie so dazu zu bringen, in seinen Laden zu kommen und ihm Ratschläge zum Blumengießen zu geben. Oh je. Oder es handelt sich um den Versuch, ihr auf subtile Weise seine Verzweiflung zu signalisieren. Ja, das wäre aber ein ziemlich dämlicher Versuch. Mr. Barnes hat Mrs. Fleming anonym einen Kaktus geschenkt, den er aus dem Katalog auf seiner Ladentheke bestellt hat. Womöglich nicht die beste Wahl, aber für Mr. Barnes scheint der Kaktus seine ewige Liebe zu symbolisieren. Nicht zuletzt lautet der Titel des Katalogs Immergrüne Pflanzen für eine immerwährende Liebe. Ganz offensichtlich handelt es sich dabei um den Kaktus, den er auf den Strand in der Mülltonne vor der Baker Street fallen ließ. Es wird Zeit, dass er die Karten auf dem Tisch legt. Ah, jetzt verstehe ich ja, warum wir den Kaktusstachel drin haben. So, okay. Nach rechts können wir nicht, ne? Weil da jetzt auch nochmal sowas steht. I think perhaps I have been chasing shadows. Do not despair, Mr. Holmes. Even the best of us make mistakes. We better tell Mr. Barnes what we've learned. Das versuche ich ja die ganze Zeit. Mr. Barnes, I know what you did, and I know why you did it. I'm sorry, Mr. Holmes. I can't hear you very well from behind the door. Meine Zeitung wurde ruiniert, genau. You ordered a cactus from the plant catalog and then left it for Mrs. Fleming as a gift. You placed flowers in the window to get her attention and wear high heels to appear taller and more desirable. You are her secret admirer. Ouch. Ist er jetzt irgendwo runtergefallen? I couldn't read this morning's edition of The Strand because it was covered in soil and spines. I know you dropped a cactus on it and then fled. Barnes, it's Dr. Watson. Rest assured, we are not interested in disclosing your personal affairs to anyone, including Mrs. Fleming. Please come out. All right then. So, you know what happened then? I was on my way back from the post office, having picked up the cactus and some books. It was quite an awkward package, heavy too, and when I got to your door, I dropped the cactus in your paper. Forgive me. I needed that paper to prove a theory and prevent a crime. Your actions were rather disruptive.
Your clumsiness carrying the post is matched only by the clumsiness of your romantic gesture. Ah, it's true. I am useless with this sort of thing. I'm not even sure if Mrs. Fleming noticed. Das ist nicht mein Spezialgebiet, ja. Ich weiß, was zu tun ist. Wissen wir das? Ich weiß nicht. As in most things in life, truth is the answer. Cease with the abstruse signals and anonymous gifts and simply talk to the woman. What is the worst that can happen? She rejects you and you are freed from this endless purgatory. That... Yes, you are correct, of course. I do have a slight tendency to overthink things. Thank you. So, at last, we return to the matter of the paper. I'm investigating a string of burglaries. Did you perhaps read of any before the edition was spoiled? I don't recall, but you're welcome to read our copy for yourself. You had an issue of The Strand here all along? Well, naturally. I am a bookseller. I have a subscription to every magazine and newspaper in London. So you ought to be familiar with the concept of burying the lead. I... Oh, no. My apologies, Mr. Holmes. I'll make it up to you however I can. I am an expert on obscure languages and translation Yes, okay. Just give me the paper. Die haben wir doch schon gesehen. Wir haben die auf dem Tisch vorne liegen sehen. In der Nähe von der Tür. Leute. The Strand, 28. September 1882. Salpeter-Explosion erschüttert die Docks. Vergangene Nacht wurden die Anwohner des Londoner Hafens durch laute Knallgeräusche und dichten roten Rauch unsanft aus dem Schlaf gerissen. Das Handelsschiff Moskwa hatte am frühen Abend auf seiner Fahrt zum europäischen Festland für einen Zwischenstopp am Pier Nummer 3 angelegt, als es an Bord plötzlich zu mehreren Detonationen kam. Die Hafenbehörde äußerte sich bisher nicht zu dem Vorfall und es ist nicht bekannt, ob sich zu dem Zeitpunkt Besatzungsmitglieder an Bord befanden. Augenzeugenberichten zufolge gelangte Salpeter in den Fluss. Doch da der Ort des Geschehens nach wie vor weiträumig abgesperrt ist, lassen sich die Angaben noch nicht unabhängig überprüfen. Come, Dr. Watson. Let us put this matter behind us. Farewell, Mr. Barnes. I hope to hear good news about you and Mrs. Fleming. Ja. Let me know if there's any way I can make it up to you. Tell you what, tomorrow's edition of The Strand is on me. Ja, das ist doch nett. Dankeschön. Kann ich den ja auch mitnehmen oder war das jetzt nur... Nee, anscheinend nicht. Okay, ja. Dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder raus, ne? Well, that was an utter waste of time. An assassination did seem rather unlikely. There was supposed to be another burglary. I was certain of it. Hmm. Something you wish to say, Doctor? No. Well, only that you have a remarkable faculty for deduction and pattern recognition. And that perhaps, if ill applied... I see things that are not there. Yes. It is London. There will always be burglaries. Doesn't have to mean anything. So it seems. Forgive me. Without something to occupy my mind, I turn into an entirely different animal. Which brings us back to my news from earlier. I think I have a case for you, a real one. Truly? Indeed. Though perhaps not as thrilling as your stories from Cordona. A patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant disappeared. I said I knew just the man to help. What do you say? Oh, Watson. Yes, I know it's not the most tantalizing mystery, nor the story to launch my writing career, but... It's brilliant. Let's go. Oh, good. Well, his house is nearby. Come. Ja, jetzt bin ich so ein bisschen in der Zwickmühle, ehrlich gesagt. Ja, in die Richtung. Das habe ich schon verstanden, Wurzen. Danke. Ich bin so ein bisschen in der Zwickmühle, weil ich super gerne jetzt dahin gehen würde und mir angucken würde, beziehungsweise anhören würde, worum es jetzt genau geht. Aber eigentlich dadurch ja jetzt wieder ein neuer Fall geöffnet wurde. Und deswegen würde ich sagen, kannst du mal aufhören, Wurzen mich hier die ganze Zeit? Wink mir doch nicht zu. Ich mache den aus dem Bild raus. So, der nervt. Ich würde sagen, dass wir hier erstmal so einen kleinen Cut machen, weil wir das jetzt abgeschlossen haben. Ich bin auch schon überlegen gewesen, ob ich die zwei Folgen nicht einfach aneinander hänge, aber dafür wäre es dann wieder zu lange. Ich glaube, dann wären wir bei 50 Minuten oder was für die Folge und das ist dann doch ein bisschen zu lange gewesen.
Ja, wie gesagt, wir machen hier erstmal einen kleinen Cut und ich bin wirklich gespannt darauf, wie es weitergeht. Weil es wird ja auch immer wieder angedeutet, dass das auch alles chronologisch schön hintereinander ist. Die Sache mit Cordona hatten wir ja im letzten Let's Play von Sherlock Holmes und darauf wird sich dann auch immer wieder bezogen. Ja, und ich hatte es ja schon mal erwähnt in der letzten Folge, dass wir irgendwie wohl in ein Irrenhaus geraten sollen, nach dem, was ich gelesen hatte. Also ich bin wirklich doppelt gespannt, was das betrifft. Und ja, ich sag einfach mal, ich weiß nicht genau, warum Sherlock eigentlich gerade in Bezug auf Watson so wenig Details im Gesicht hat. Fällt mir ja schon die ganze Zeit auf, das wollte ich nur mal eben erwähnt haben. Aber ansonsten sage ich mal einfach, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.